einen wunderschönen guten Tag. Heute ziehen wir uns mal ein neues Video von der Fußballtalk rein, wie das digitale Zeitalter den Fußball zerstört. Ich bin gespannt, was für eine These er aufstellt. Let's go. Auf, gehe auf Instagram und bekomme die aktuellsten Informationen über den Fußball. Dann klicke ich auf Livescore und schaue, welche Spiele heute stattfinden. Währenddessen bekomme ich eine Benachrichtigung vom Kicker, dass ein Trainer gefeuert wurde. Schnell geht es dann auf Transfermarkt. Wie lange war der Trainer im Amt und was war sein Punkteschnitt? Hm, interessant. An dieses eine Spiel erinnere ich mich. Ich schaue mir die Zusammenfassung an. Und was wird mir jetzt vorgeschlagen? Die ganze Wahrheit über Transfermarkt? Hm, gucke ich mir mal an. Ja, wir alle lieben den Fußball. <laughs> okay. Also, mein Morgen sieht definitiv nicht so aus. Ja, man schaut mal das eine oder andere Fußballding an, aber er lebt natürlich auch in seiner Bubble als Content Creator für Fußball. Deswegen macht das schon Sinn. Ich denke, es kommt absolut selten vor, dass ich mal einen Tag verbringe, an dem ich keinen Gedanken an den Fußball verschwende. Ja, ist halt die Frage, wie ausgeprägt. Also, ja, wie gesagt, er ist Content Creator für Fußball. Er wird. Jeden Tag die Gedanken daran haben, aber ja, so also die meisten Männer werden schon auch an Fußball viel denken. Doch in den vergangenen Jahren ist mir etwas aufgefallen, was ich euch gerne mitgeben würde. Als Fußballfan kommt man im Laufe seines Lebens in einen Trott rein. Man informiert sich zwar und verfolgt den Sport, doch irgendwie holt einen der Alltagstrott immer wieder ein. Man hat Schule, Uni, Klausuren, Arbeit, andere Termine und vieles mehr. Somit kann es vorkommen, dass man das Herzstück der Sportart in gewissen Maßen vergisst. Und zwar die Stadionbesuche. Ja, ja, ist ja auch nicht mehr so günstig, wie es früher ist, war, besser gesagt. Vor allem die junge Generation jetzt musste 2020 aufgrund von Corona auf Stadionbesuche verzichten. Zuerst wurden die Spiele komplett vor leeren Tribünen ausgetragen. Und das war schon räudig, ja. Und anschließend nur unter strengen Auflagen und verringerter Kapazität. Wer damals, also gerade in dem Alter war, seinen Führerschein zu machen und unabhängiger zu werden, hatte nicht die Möglichkeit, sich für Stadiongänge zu begeistern. Aber auch alle anderen, die damals nicht in dieser spezifischen Lage waren, konnten für ein bis zwei Saisons nicht mehr so wirklich ins Stadion. Und wenn wir nicht ins Stadion gehen, verkommt der Fußball zu etwas Digitalem. Etwas Unnahbarem, das ausschließlich in unseren digitalen Geräten stattfindet. Okay, krass. Ja, stimmt. Darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht, aber hat er vollkommen recht. Dabei lebt der Fußball gerade davon, dass es echte Emotionen über... Man muss aber auch sagen, wenn man selber Fußball spielt, dann nimmt man ja so nochmal ein Stück näher dran teil, als jetzt einfach nur Fußball als Konsument zu genießen. Also ich, für mich persönlich ist es so, ich liebe Fußball, weil ich es aber auch gerne spiele. ...liefern soll. Deswegen möchte ich dir mit diesem Video eine Sache ans Herz legen. Brich da raus. Es steht das kommende Jahr an. Wenn du noch Vorsätze brauchst, dann kann ich dir nur empfehlen, öfter ins Stadion gehen, mit auf deine Liste zu schreiben. <laughs> Geil, aber hat er nicht Unrecht? Ja, warum nicht? Dabei gibt es auch verschiedene Möglichkeiten. Du kannst dir natürlich die hochklassigsten Spiele in der Champions League und in der Bundesliga angucken, doch auch Spiele der zweiten oder dritten Liga haben nochmal einen anderen Charme. Klar, denkt man zuerst daran, sich Spiele. Real Talk, wirklich. Fußballtalk, ich mag dich, aber scheiß mal auf die zweite und dritte Liga, Mann. Wenn du nicht ein Fan von irgendeiner Mannschaft von da bist, Mann. Nein, Bruder, das geht nicht. Wirklich. ganz in der Nähe anzuschauen wohnst du beispielsweise in NRW, hast du bereits einige Fußballtempel in der Umgebung, die du auf jeden Fall besuchen solltest. Aber schau aus, safe. Da schon, aber wie gesagt, scheiß auf zweite dritte Liga Mann, wenn du dann Fan davon bist, schau dir die Spiele gerne an, Mann, aber so nee, also da nee, auch über deine Umgebung hinweg. Unternimm mit deinen Kollegen Trips innerhalb von Deutschland, wie nach Hamburg, München, Berlin. Aber auch in andere Länder wie das, das ist eine coole Idee nach Niederlande Frankreich und so weiter und wenn ihr dabei seid kauft Spieltagschals bewahrt die Tickets auf probiert das Essen und Trinken vor Ort und macht einen eigentlich normalscheinenden Fußballtag zu einem unvergesslichen okay aber das sollte ja wohl dazugehören beim Spiel Deutschland gegen Frankreich waren wir schon einige Zeit vorher im Stadion weil das Stadion da natürlich noch recht leer war, konnten wir so zu den vordersten Rängen und die Jungs aus nächster Nähe beim Warmmachen beobachten. Ein unvergesslicher Moment. Was ich außerdem meinen Statistikfreaks empfehlen kann, ist, meldet euch bei Transfermarkt.de an und nutzt das Groundhopping Tool. Hier könnt ihr alle Spiele eintragen, die ihr besucht habt und bekommt dann Statistiken darüber, wie viele Stadien, Vereine und Wettbewerbe ihr gesehen habt oder welches Team, welches Stadion und welche wertvollsten Spieler und vieles mehr ihr live erlebt habt. Krass, das ist eine geile Funktion. Geil. Ich habe das Ganze dieses Jahr so zum ersten Mal umgesetzt. Unter anderem gab es mit Düsseldorf-Schalke einen 5 zu 3 in der zweiten Bundesliga und in Berlin habe ich mir das Freundschaftsspiel zwischen der deutschen und türkischen Nationalmannschaft angesehen. Klar, bestimmt sind einige von euch eh auf dem Stadion, doch da knapp 35% und somit knapp 4 aus 10 Personen in unserer Umfrage angegeben haben, dass sie Fußball ausschließlich über den TV angucken und wir das Ganze auch von vielen Real-Life-Kollegen so kennen, eben hier unsere Empfehlung. Und naja. 2024 gibt es die EM in Deutschland, was auch ein einmaliges Erlebnis sein kann. Dazu habe ich auch ein Reaction Video gemacht, warum es keine Tickets dazu gibt. Könnt ihr euch auch gerne reinziehen? Also, wenn ihr Bock habt, versucht es und brecht aus dem stinknormalen digitalen Fußballalltag aus und lernt den Fußball ein zweites Mal zu lieben. Cool, finde ich, ist ja ein cooler Gedankengang mal, einfach aber er hat vollkommen recht, wirklich, Freunde, geht raus, spielt auch selber Fußball, schaut nicht nur anderen Leuten dabei zu, wie die Fußball spielen, spielt auch selber Fußball, genießt euer Leben, Mann, und bleibt gesund. <laughs> das ist jetzt hier so voll Abschied, aber ja, muss man einfach auch mal sagen. In diesem Sinne, Peace und bis zum nächsten Mal.